Wie zum Teufel kommt man da hoch? Ist hier irgendwo ein Sprungpad vielleicht? Also wir müssen ich hab eine Idee. Die hole ich mir jetzt erstmal. Okay. Meine Idee war doch nicht so klar, ich dachte, ich fliege jetzt hoch. Ich komme. Vor dieser Explosion. Ich schaff's nicht mehr rechtzeitig. Belebst du ihn gerade, Martin? Ja, Martin belebt mich gerade. Bin schon da. Ich sag mal, sind wir irgendwie scheiße im Hirn oder so? Auch. Ja. So. Ist da vielleicht eine Tür? Oh wow, man kann einfach hochlaufen. Ich hasse mein gottverdammtes widerliches Scheißleben. Das ist so naheliegend. Ich bin da nicht hochgekommen, mit mir war dann unsichtbar. Ich komme da auch nicht sofort hoch. Wir kommen da beide nicht hoch. Ich bin einfach, warte. Ja, pass auf, bei mir schaut das so aus. Hä? Maybe so weit komme ich nicht, dass ich mir eine Wand. Da drüben kommt man auch nur da drauf, wenn man auch da oben. Ah, jetzt so. Okay. Da ist so, da ist so ein Hopper dran, da musst du rüberspringen. Brilliant. Oh Mann. Hier zur Forschung und Entwicklungsstation, okay. Den gibt's auch. Du musst, wenn du auf dem Ding drauf stehst, musst du springen und dann mit deiner die letzte gedrückt halten. Egal. Wir haben's ja. Jetzt bauen wir noch einen Mini-Zerstörer, einfach nur weil wir es können. Du musst in eins der Biolabore. Dort wirst du das Auge rekonstruieren und dann führen wir einen Tester mit durch, okay? Das klappt schon. Ich weiß es. Das Auge. Niedlich, alter Level 18 Gegner. Stimmt, wieso töten wir die eigentlich? Ich töte sie ja nicht nur, damit sie mir nicht auf den Sack gehen. Ich glaube, von hier aus kommt man da nicht hin, ne? Ja, den Weg, den ihr geht, der ist richtig. Folge deinem Herzen und so weiter. Alter, meine Ulti fliegt hier immer noch irgendwo rum und tötet diese Viecher. Folgt dich was. Ist gekillt. Oh. Naja. Okay. Hä? Nein! Nein! Party! Flo war's. Das Leben. Nein! Ich hab ein Problem nicht. Das ist mir schon klar, dass du das nicht verstehst. Hier ist ein Granatenmod. Goldnis. Oh, echt? I'm coming! Ist aber schlechter als meins, jedenfalls. Ja. Ja, das haben wir schon öfter gehabt. Ich hab das Gefühl, es gibt ja, gar nichts. Nee. Och, der ist gut, den nehme ich. Okay, dann. Das ist der Homing. Der ist Homing. Der sucht nach den Gegnern. Und er spawnt doppelt so viele Bomblets. Senji Z. 20. Haben wir eigentlich auch unseren Vertrag? Ja. Ich habe schon länger nicht. Ich habe schon länger das Ding nicht mehr gesehen. Wir haben es noch. Ich sehe unten die Stacks. Ja. Was mache ich denn? Mache Falle scharf! Auge. Okay, das sieht gut aus. Jetzt schweiße sie mit einer Energienaht zusammen. Das arme Auge.
Bilderbeutel. Okay, zusammengesickt. Setze es auf die Vorrichtung, damit wir es übers Testgelände jagen können. Ja, das ist eine Waffe. Fast geschafft. Jetzt schieß mit einer Laserknarre drauf. Wenn du okay. eine Laserwaffe brauchst, da sollte irgendwo eine sein. Diese Wissenschaftler müssen ihre Geschöpfe wesentlich öfter umbringen, als du denkst. Wow. Verdammte! Miese! Ist das jetzt... Ist das jetzt wirklich das Statement? Ja. Sorry. Okay, wow! Sorry. Blöd von mir. Komm zurück! Ja. No comment. Wir sind einfach die dümmsten Spasten der Welt. Das war eine super Quiz. Ich möchte die gerne nochmal machen. Besonders das Ende hat mir gefallen. Plot Twist. Ja, das war alle. Das war sterben alle. Okay, wo ist der Teleporter? Ihr habt Jack zum Wein gebracht. Nein, haben wir nicht. Vertrag. Ja. Kurz den Ball da wegmachen. Bisschen High Five, Haro. High Five. Das ist bloß noch kurzzeitig der Buff. Der hält nicht dauerhaft. Aber High Five ist trotzdem the way to go. Oh, warte mal, Martin. Warum lässt du das noch? Schau dir mal das hier an. Ist das was für dich? Ja, das ist sogar besser. Okay, dann GZ. So, was hab ich? Du musst noch schauen wegen dem Klassenmod. Herrlichkeit nimmt ihr in Freiheit. Warte mal, kann es sein, dass der Mini-Zerstörer wieder da ist? Weil den hast du das letzte Mal nicht gesehen. Sieht so aus. Guck mal kurz. Auf mich! Levi, du killst ihn wieder, bevor ich ihn sehe. Alter, der war so schnell tot. Ja, ja, deswegen ist wieder einfach. Da. Guck ihn auf mich. Wow, Mondstern. Mondsterne waren aber das einzig Gute. Ich freue mich auf Borderlands 2, vor allem mit der neuen Seltenheitsstufe. Wow, oh, das wird cool. Ja, Seraph gibt's ja. Es gibt ja legendäre Seraph und jetzt gibt's ja nochmal was drüber. Mm. Freue ich mich mega drauf. So. Ich nenne dich ab sofort von dem Jesco, okay? Mit deinem Schnauzer da. Okay. Da liegt ein Echo. Echo. Mein Name wird Jack sein. Ich arbeite als Ingenieur für Hyperion. Das regeln wir mit dem Stimmmodulator. Ja, das haben wir schon mal gehört. Jetzt, da Sie die Formulare unterschrieben haben, sind Sie die nächsten 20 Jahre lang Jack. Herrje. Wann werde ich eigentlich bezahlt? Kommentare zum Experiment. Ist das nicht die Stimme von Xander aus Drawn Together? Alle Aufzeichnungen vernichtet. Warte. Das existiert nicht mehr. Hey, verzichtbarer Idiot. Wir wollen die Bauarbeiten am Innenhof wieder aufnehmen, aber die Arbeiter jammern wegen irgendeiner Virenepidemie oder sowas. Du musst runter in den Quarantänebereich und feststellen, was es mit dieser Seuche auf sich hat. Oh wow, irgendwer hat die Quest angenommen. Ja. Was für ein Quest? An die da gerade aufgeploppt ist. Genau, ja, dann machen wir die gleich. Job. Melde dich bei den Adern von Helios. Ja. Okay, wow, wir müssen das mal. Ich dachte, man kommt da direkt hin. Wir müssen jetzt einmal komplett auf die Karte, um in ein anderes Gebiet zu kommen. Awesome. Naja. Na, können wir durchlaufen, die sind ja. Ja, bringt nichts. Der Rede wert hier. Ich lass meine Ulti ein bisschen Spaß haben, aber ich laufe einfach weiter. Das ist meine Ulti auch ein bisschen Spaß. Ah, warte mal, was ich kurz machen könnte, wenn wir schon hier sind. Kurz bei dem Waffenshop vorbeigucken. Der ist ja nicht levelabhängig.
Meinst du? Meine ich. Waffen, Waffen, Waffen! Da gibt's einen Raketenwerfer mit 3200 Schaden. Was für ein Status-Effekt? Fleisch, Feuer. Fleisch, Feuer. Ja. Alter, warte mal kurz. Mettwurst, was? So, ich hoffe, ich habe mich jetzt fertig geräuspert. Nein. Das wird Stunden dauern. Hä? Was denn? Da. Der Statuseffekt Fleisch. Oh Mann. Das ist gut, dass du das deutlich ausdrückst. Hey, ich hab sofort danach Feuer gesagt. Ja, wie kommst du zuerst auf Fleisch? Weil da dran steht hocheffektiv gegen Fleisch. Ich hab's einfach abgelesen. Mm, Fleisch dort. Wir sollten mal wieder grillen. Gibt's auch ein Fleischstatus? Ich mach dir ein Fleischorama. Mm. Köstlich. Der Quarantänebereich ist eine Ziegegrill. Du musst zu den Wartungstunnels und ein paar Arbeiterbots losschicken, damit der Mann schwimmt immer noch von meinem letzten Zubereitung. Zuversichtlich bin ich nicht. Du brauchst nur ein paar Knöpfe. Aber nicht von deinen Deutschkünsten. Das Ganze ist so einfach, dass sogar mein Hirn tot am FS könnte und dessen Lieblings-Echo-Sendung ist die Big Explosion-Hypothese. Aber du schaffst es schon irgendwie, es zu vermasseln. Ich nehme mal meine Waffe, die effektiv gegen Fleisch ist. Der erste Knopf aktiviert die Atmosphärensicherung. Die ist nötig, damit wir, falls du drauf gehst, jemanden schicken können, der kein Idiot ist und nicht versagt. Hallo? Wow. Freundlich. Der Knopf versiegelt die Türen und verhindert, dass du den Rest der Station in Gefahr bringst und ihren Sauerstoff verbrauchst. Atmen ist ein Privileg, kein Recht. Habe ich schon erwähnt. Das klingt wie Nestle. Der dritte Knopf öffnet Zugangstüren zu den Aufbauten. Dadurch kann natürlich auch die Atmosphäre entweichen und das heißt, du hast nicht viel Zeit, um die geben auch besonders viele PP. Ein bisschen. Reagiert. So würde alles resettet. Oder du erstickst. PP ist ein PP. Letzteres wäre lustiger. Und zuletzt, um die Atmosphäre wiederherzustellen, musst du die Sniper mit 524 Schaden. Oh, warte. Am Entweichen hindern. Hast du das alles verstanden? Oder habe ich zu lange Wörter benutzt? An die Arbeit. Ich weiß nicht, welche Sniper du meinst. Ich schätze mal, die ausverkauft ist. Hä? Dann wäre es jetzt gekauft? Ich hab sie nicht gekauft. Weiß nicht. Ich hab gerade in den Laden reingeguckt, da ist nichts. Ich weiß nicht. Wer benutzt den Sniper? Alter, das ist. Ich liebe ja sowieso, wenn die Waffen elementarlos sind. Und die hat kein Element und deswegen. Mm. Ich glaube, du spielst das Borderlands echt das falsche Spiel für dich. Gerade das mit den Elementen macht halt den Schaden. Nee, nicht wenn du in Borderlands 2 mit Slag und Nicht-Elementarwaffen spielst. Das ist OP. Ja, aber Slag ist ja auch ein Elementar. Ja, aber du verstärkst damit die Nicht-Elementarwaffen. Ja, aber auch der Elementar-Status-Effekt wird dadurch halt erhöht, wenn du Slag benutzt. Slag. Ja, für diejenigen, die es nicht wissen. Es gibt noch einen zusätzlichen Effekt, der heißt Slag in Borderlands 2. Das ist ungefähr so das wie das Kryo hier. Bis. Bloß, dass es lila ist und glibbert. Das ist im Endeffekt auch das, mit dem wir gerade hier das Auge gefüttert haben. Mal sehen, ob das funktioniert. Das macht Spaß. Darüber. Waffenkiste. Waffelkiste. Waffles. Waffel. Raketenwaffe. Ja. Ist sogar nicht mal so schlecht. Alter, ich hab den gleichen, aber mit 3000 Schaden. Wenn du willst, kannst du ihn zum Verkaufen mitnehmen. Nee, der ist besser als meiner. Ihr mögt Raketenwerfer nicht, wa? Raketenwerfer sind aus. Macht groß Boom. Ich bin mir immer noch unschlüssig, ob ich einen Soldier oder den Macromancer drin spiele. Macromancer ist halt pures Chaos. Mit dem richtigen Bild. Klingt aber eher nach dir.
bin eher für Ordnung. Ich teste gerade den Psycho aus, aber mit der Platzblauschen bin ich irgendwie nicht so ganz zufrieden. Also wenn du die Macromancerin spielst, dann spiel ich auf jeden Fall einen Soldier, weil zweimal derselbe Charakter ist doof. Oh wow. Komme. Bin im Anflug! Okay, ganz kurz. Ich komme! Was hast du nur gegen den Zweier gespielt, Martin? Macromancer. Okay, wow. Alter, ist gut, okay. Jetzt du blödes. Boah. Ich war kurz vorm Ausrasten. Beruhigt. Das Spiel hat sich wieder beruhigt, jetzt spreng ich nicht die ganze Zeit am Boden weg. Ja, das war wegen diesem Totem da, oder was das war. Ah. Dieses, was einen ranzieht, Wurmloch-Totem oder wie das Generator, keine Ahnung. Boah, stirb doch jetzt. Ist wahnsinnig. Ich schlag gleich in meinen Bildschirm rein. Okay. Jupp! Das ist auch dieses Jacobs Mini-Gatling-Ding. Das hast du mir mal gegeben, ja. Wir haben es ja ein besser gefunden. Und dann hast du mir deins gegeben. Ist das ein Doppelgänger-Mod? Doppelgänger-Klasse. Blau. Bin ich jetzt dumm? Wo ist denn weiter? Ah! Gelände hängen geblieben. Scheiß blöde Helle. Ja, da kann man nicht so gut headshotten, ne? Ja. Ganze Zeit bing, bing. Weißt du, wenn man jetzt die Helme wegschießt? Jupp. Jupp. Alter, es wäre hier irgendwo einer, der gerade eine Waffe schmiedet. Verzieh dich doch selber. Endlich. Dir ist schon klar, dass ich dich nicht stundenweise bezahle. Weißt du, was fantastisch ist? Weißt du, was fantastisch ist? Du. Ich muss man aufhalten. Das lass ich mir. Okay, dann. Also es ist zeitbasiert, wenn wir das jetzt anfangen. Verstehe ich das richtig? Ja. Warte mal, was sollen wir jetzt erstes machen? Den Sicherheitstimer. In der richtigen Reihenfolge war das, ne? Wir können uns alle gleich richtig hinstellen. Ja, würde ich sagen. Also ich habe die Türen. Ich habe Portale. Martin hat einfach gar nichts. Moment. Da ist noch ein Typ jetzt. So. Das heißt, was bin ich? Was bist du? Sicherheitstimer. Wow. Schaffst du's? Ja, ich schaff's. Die Bitch ist wieder da. Ach, da ist ein Geschütz hinter mir von dem Typ, deswegen. Kuriert alle Bewegchen. Haben wir's jetzt. So, haben wir's jetzt. Ja, also. Genau. Okay, also, der mit dem Timer fängt an. Genau. Portal Override. Dann mach ich die Türen. Innere Türen. Ja. Verriegelt. Jetzt ist der Martin dran. Oder? Portale. Du hattest die Portale, okay. Erstaunlich, dass du gut, bist 13 kannst. Ich hätte es nicht für Waffelkiste? Mm. Sicherung aktiviert. Es jetzt gibt die Kraftfelder, okay. Für die Erledigung ihrer Aufgabe. Schlechtes Aus. Aktiviere Kraftfelder, um manuell Override abzuschließen. Jetzt aktiviere die Arbeiterbots, damit sie dich in den Quarantänebereich bringen können. Nee. Das ist hier offline. Hast du das versehentlich richtig gemacht? Ey. Hat ja auch lang genug gedauert. Der Arbeiterbot wird dir den Zugang zur Quarantänezone öffnen. Du musst dann hinein und berichten, was du gesehen hast.
die 12. Ich nehme das mal mit zum Verkaufen, wenn es keiner will. So. Jetzt setz deinen Kadaver Richtung Quarantänezone in Bewegung. Hallo? Die Arbeiterbots bringen dich hinein. Der ist voll gemein. Dann sage ich meiner Mama. Oh. Die wäre dann auch gemein. Ich bin gerade auf irgendjemandes Kopf gelandet. Ist der nicht süß? Lame. Von dem Müllhaufen anheben. Geh hinein und zeig mir, dass das hier keine spektakuläre Zeitverschwendung war. Spektakulär. Okay, Mann. Gut gemacht, Patrick. Was denn? Martin, alles gut? Martin war halb in der Tür drin. Ich hab nichts benutzt. Diese Arbeitnehmer haben seit Wochen nur Sauerstoff verbraucht. Ich bin nur reingelaufen. Rentenansprüche angehäuft. Töte sie. My warm is... Alles klar? Nein, nein. Lass es jetzt krachen. Oh, du lebst noch. Gut. Sei ein braver, kleiner, knöpfedrückender Automat und heb die Absperrung auf. Setze dir niemals Grenzen. Okay, mach ich, Jack. Jetzt habe ich noch mehr Arbeit für dich, falls du nicht vorher an deiner eigenen Spucke erstickst. Übrigens, einer der Arbeiter schien mir weniger mordlüstern als der Rest. Red doch mal mit ihm, vielleicht schneidet er dir sogar die Kehle durch. Wäre doch lustig. Die Arbeit geht nie aus, sagte der Wurm. Ich habe die Infektion für Mrs. Sabaton freigesetzt. Sie sagte mir, ich müsste das alles stoppen und die Kammer schützen. Es tut mir schrecklich leid. Was ist mit ihm? Du musst ein paar Freunde von dir... Also die Augen. Friere die sie Bilder. Ein, friere die Infektion ein und... Der erinnert mich an dich, Flo. Ich habe ein Freezy Easy für dich. Das kann ich dir leihen. Nimm. Ich führe okay. Dich zu meinen Freunden. Ich habe sie eingesperrt, bis ich sie verbessern konnte. Verbessern! Folge Laszlo. Wow, die ist echt scheiße. Um sie zu retten, nicht schießen, um ach, sie da ist zu die verletzen. Waffe, okay. Acht. Sie hat 8 Schaden. Man, was verkauft na gut, man? Dann. Nicht die normale Munition. Ich friere sie ein. Wir müssen sie einfrieren, nicht in die Luft, ja. Na gut, wir sollen ihnen ja nicht wehtun. Damit ich sie ehren kann. Ich werde sie so sehr ehren. Ich habe eine Achtung, Kopfschuss. Gut. Sammle gefrorene Freundesbrocken, Alter. Und eines glorreichen Tages kann ich sie vielleicht wieder zusammensetzen. Mach weiter. Geilen Fuß. Die Infektion schwächt die Knochen. So traurig. Ich bin sehr gut. Bring die Trümmer her, damit ich meine gefallenen Freunde ehren kann, indem ich ein Iglu aus ihnen baue. Ah, schön. Ich mag den. Der ist mir sympathisch. Ich habe ja auch gesagt, der erinnert mich an dich. Kein Wunder, dass du den sympathisch findest. Bitteschön. Danke, dass du mir meine Freunde gebracht hast. Freund, hab vielen Dank. Es wird Zeit, der eisige Mond von Mungo. Endgültig auszurotten. Der Irrsinn kam von dem Ungeziefer. Parasiten hausen in unserem Fleisch, wuseln in unserem Hirn. Du musst die Infektion ausrotten. Dring in den Ungezieferbau ein und lass es knallen. Lass die Viecher aufplatzen. Okay. Okay, dann folgen wir ihm mal. Lass mich vorbei. Darf ich da mal vorbei? Puff! Das war der Granatenmod übrigens. Der ganze Raum ist explodiert. Wir müssen seine Echos finden. Ich sehe sie. Ungeziefer, töte sie. Die Gehirne dürfen nicht verungeziefern. Gut. Also, das waren diese Dinge.
Warte, ich mach, töt's mal nicht weiter, damit du siehst. Muss jemand geheilt werden? Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo du bist. Morgen, meine Hübsche. In dem Raum. Du, die siehst du doch hier, diese Blocks. Durch brennende Reifen springen, Seiltanzen, in Gehirne einnisten. Ach so. War nur Spaß. Ihr werdet euch in keine Gehirne einnisten. Ihr seid der Anbruch eines neuen Zeitalters der symbiotischen Partnerschaft. Kugel nur Kitzel. Bellebord. Muss mit Händen machen. Mats. Kuriert alle Wehwehchen. Wir benötigen noch echt eine Waffenkiste mit dem Raketenwerfer. Wo? Hier, wo ich stehe. Genau, da. Den nehme ich. Mann, wo sind denn diese scheiß Echos? Eins habe ich schon gefunden. Spieler, du hast dieses Game echt drauf. Na komm. Ja, sind es nicht... Sind die vielleicht unter dem Knopf? Nee, ich hab grad einen gekillt, da war jetzt keiner. Aber die sind auch nicht, wie soll ich sagen, markiert. Also, selbst wenn du die siehst. Willkommen zur Schmerzlehre für Fortgeschrittene. Soll irgendwo im Müll sein. Ich hab bisher nur einen gefunden. Schau mal in die anderen Räume rein. Da ist immer auch die ganze Zeit dran vorbeigelaufen. Die Blobs setzen sich wieder zusammen. Sie sind unzerstörbar. Ja. Sie sind die nächste Evolutionsstufe. Niemand weiß, ich bin unzerstörbar. Blob. Ah, da ist noch eins. Es tut mir so leid. Sabeldon hat es befohlen. Sie sagte, es wäre gut für alle, dass nur ihre Infektion... Lass sie knallen! Lass sie aufplatzen, dass es nur so spritzt! Setz deine Arschbombe ein! Okay, wo ist das sonst trampeln? Ihn macht das echt glücklich. Ah, das ist okay, man muss es noch einmal machen. Stirbt von trotzdem nicht. Was gibt's doch nicht? Ich finde diese blöden Echos nicht. Ich habe jetzt zwei gefunden bisher. Klappt nicht. Seh die Brise. Spür den Regenbogen. Oh, steck fest. Das ist ein Echo. Nee, den kann ich gar nicht aufheben. Ja, das, den hatte ich schon, wo du gerade bist. Lüftung einschalten. Soll ich die Lüftung? Ja, ja. Soll ich, oder? Warum uns das ewig mit den Echos? Sie ist schuld, Ehrenwort. Sie schnaufen, keuchen zwischen meinen Ohren. Nicht! Lass die Infektion nicht länger atmen! Das reicht. Du hast die Infektion gestoppt oder so. Komm zurück! Oder so. Wobei man jetzt noch die Echos finden könnte. Aber wo sind die denn? Ist gut. Ich habe jetzt auch in den Ecken schon geguckt. So undamenhaft. Oh. Köstlich, köstlich. Ja, die können ja hier theoretisch auch noch irgendwo sein. Ja, ich schau mal hier auch nochmal. Die SMG, die wir gerade bekommen haben von der Quest, ist gar nicht so kacke. Warte mal, wie hieß der? Einmal mit alles außer Schaf. Ja, die heißen alle so komisch. Ich hatte auch viel Lebrötchen schon, also. Ja, man konnte sich halt nur merken, was sie zum Essen wollten, nicht wer sie waren. Hm? Okay, bevor wir uns jetzt irgendwie damit beschäftigen. Egal. Das war alles nur Verarsche. Ich esse für mein Leben gern Menschenfleisch. Ah, ich hab ja, noch eins gefunden. Ja, ich glaube, das erfährt man durch die Echos, dass der das eigentlich mag. Wow. Achso, wir müssen ihn umbringen, oder was? Mittlerweile, ja. Er mag Menschenfleisch zu sehr. Ich habe dieses Gerät. Das ist nicht erkommen. Ja, das ist deine Granate. Hat hier jemand Waffenschaden bestellt? Er ist jetzt da!
bewege mich in Zeitlupe. Warte mal. Es geht doch mit Raketen davon. Vielleicht spiele ich auch einen Gunsurker. Ja, was hast denn du noch nicht gespielt? Das wäre eine Möglichkeit, was zu spielen, was du noch nicht hattest. Ich habe alles. Ich habe alle ihre Klasse schon gespielt. Okay. Außer Soldier. Aber der interessiert mich halt einfach nicht, weil er auch nicht, weil er einfach nicht kaputt ist. Du hast eine tolle Persönlichkeit. Wie viele Stacks haben wir eigentlich von unserem blöden Vertrag? Nicht so viele, weil wir vorhin gestorben sind. Wir haben jetzt aktuell einmal 27, einmal 43 und einmal 17. Dazu den Knopf.